Hallo und herzlich willkommen zu AfD im Gespräch. Viele von Ihnen haben sicherlich noch die schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal in Erinnerung. Durch diese Katastrophe verloren 134 Menschen ihr Leben und mehr als 70% der Gebäude wurden entlang der Ahr beschädigt. Dazu möchte ich heute mit zwei Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz sprechen, die sich mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt haben. Ich begrüße damit ganz herzlich Nicole Höchst. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und Sebastian Münzenmeier. Vielen Dank für die Herzlich Einladung. Willkommen. Dankeschön. Ja, Frau Höchst, ich fange mal gleich mit Ihnen an. Bis heute sind viele Fragen unbeantwortet geblieben, unter anderem, wie es zu dieser Katastrophe im Ahrtal kommen konnte. Ja, das ist richtig. Dazu gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag mit Michael Frisch und Jan Bollinger, die da ganz unglaubliche Dinge zutage gefördert haben. Sebastian, du hast das in deiner Rede gesagt. Ja, also man hat das Versagen der Kommunikation in erster Linie, ne? was jetzt durch diesen Untersuchungsausschuss sehr gut herausgearbeitet wurde, dass die Warnmechanismen eben nicht funktioniert haben und dass gerade auch Anne Spiegel als Umweltministerin für Hochwasserprävention zuständig, dass sie aus ihrem Ministerium heraus eben nicht gewarnt hat. Also man hätte wahrscheinlich Leben retten können, wenn man frühzeitig reagiert hat. Es gab eine Pressemeldung, 16.43 Uhr, dort hieß es, es ist kein Extremhochwasser zu erwarten. Das war eine PM, die hat basiert auf Informationen von 11 Uhr morgens und in der Zwischenzeit hat sich alles geändert. Ja? Und das ist der Kernpunkt des Versagens der Anne Spiegel, ja? In der Kommunikation, in der Warnkette, wo man wirklich hätte versuchen können, im Ahrtal Leute zu warnen und dazu zu bringen, dass sie vielleicht sich in Sicherheit bringen, frühzeitiger reagieren und so weiter. Die Katastrophe führte ja zu einer großen Hilfsbereitschaft, vor allem in der Bevölkerung. Und Sie, Herr Münzenmeier, waren ja auch selbst vor Ort und haben mitgeholfen. Wie haben Sie die Situation erlebt? Ja, wir waren mit vielen Rheinland-Pfälzern, auch vielen rheinland-pfälzischen AfDern, waren wir vor Ort, haben Hilfe bei Menschen, die besonders betroffen waren, die waren alle extrem betroffen, aber haben Hilfe geleistet, haben Spenden gesammelt. Wir haben in kürzer Zeit, ich glaube, 40.000 oder 50.000 Euro gesammelt. Es gab aus dem ganzen Bundesgebiet teilweise busseweise von anderen Landesverbänden, busseweise Helfer, die Brandenburger waren, glaube ich, über eine Woche da. Da haben wir die untergebracht, die haben ganz toll mitgeholfen. Also das einzig Positive, was man aus dieser Flutkatastrophe mitnehmen kann, ist wirklich diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft und diese Kameradschaft, die dort gezeigt wurde, bei der Hilfe vor Ort. Frau Höchst, es kam ja mittlerweile auch raus, dass bereits am Samstag, also am 10. Juli, am 14. Juli ist ja vor allem ist ja die Katastrophe entstanden, hatten Behörden vor dem drohenden Wetter am Mittwoch gewarnt. Wieso wurde unverzüglich nicht entsprechende Maßnahmen eingeleitet? Ja, das ist eine gute Frage und ich möchte nicht in der Haut von Anne Spiegel stecken, wenn ihr vielleicht irgendwann mal dämmert, dass sie einen Anteil haben könnte an der Katastrophe, die so viele Menschenleben gekostet hat und so viele weitere Menschen ihre Existenz. Denn was jetzt bei dem Untersuchungsausschuss herauskommt, ist einfach peu à peu menschliches Versagen in der Rolle, die ihr offensichtlich zu groß war. Ich halte sowieso nicht viel davon, wenn Leute, die völlig fachfremd sind und sich nie mit der Materie auseinandergesetzt haben, plötzlich in Positionen sind, wo es aber darauf ankommt, dass man mit Informationen auch verantwortlich umgeht. Und da mache ich wirklich ein ganz fettes Fragezeichen bei Frau Spiegel. Also mal abgesehen von diesen Dingen, dass sie nicht erreichbar war und abgesehen auch von ihren Gender-Bemühungen, hat sie im Nachgang, als er so ein bisschen schwante, oh, da ist mächtig was schiefgegangen, den Fokus darauf gelegt, wie kommt sie aus diesem Blame-Game am besten heraus. Und das ist wirklich etwas, was das rührt mich wirklich an, weil wir reden von Schicksalen, wir reden von Menschen, wir reden von Familien. Und ich war vor 3 Wochen jetzt noch mal im Ahrtal, da ist ja noch nicht viel passiert. Ja. Ich habe da die Fluthilfe besucht, das sind Menschen, die zum Teil selbst betroffen waren, jetzt von Hartz IV leben und sagen, da gibt es noch ganz viele andere, denen geht es viel schlechter als uns und ich helfe da und ich verteile Hilfsgüter und die versuchen wirklich alles, den Menschen vor Ort wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Und die sind einfach noch ganz weit weg davon. Und das muss ich Anne Spiegel vorwerfen lassen, ja. Durch diesen Untersuchungsausschuss, den Sie ja auch eben gerade genannt haben, sind ja auch vor allem ja, diese Dinge ans Tageslicht gekommen. Jetzt ist auch die große Frage, die ich mir gestellt habe. Die AfD hat ja sogar vor der CDU einen solchen Untersuchungsausschuss im Landtag, im Rheinland-Pfälzischen Landtag gefordert. Der wurde allerdings abgelehnt. Da fragt man sich ja wirklich, geht es den anderen Oppositionsparteien dort
überhaupt um das Schicksal der Menschen, die ja innerhalb von wenigen Stunden alles verloren haben? Also da ist die Antwort ganz klar nein. Da geht es um parteipolitisches Geschachere, also wie auch wir im Bundestag immer erleben, ganz offensichtlich. Wird da höheres Augenmerk darauf gelenkt, wer wann was wo wie beantragt, anstatt dass man eben sagt, ja, das ist notwendig, jetzt haben die den Antrag gestellt, aber da gehen wir mit. Weil im Grunde genommen die Sachlage klar ist. Und wenn die CDU zuerst den Untersuchungsausschuss gefordert hätte, da wären wir doch dabei gewesen. Uns geht es ja um Aufklärung und es geht natürlich auch darum, solche Dinge in Zukunft zu vermeiden, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit das nie wieder vorkommt. Und nicht um, wir sind die Größten, die Stärksten, die Besten, also sind wir sowieso. aber ich glaube, uns geht es tatsächlich noch mehr um die Menschen als den anderen Parteien. Im September letzten Jahres wurde dann ja unter anderem dieser Untersuchungsausschuss auch mit Stimmen der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag einberufen. Und in diesem Ausschuss kam ja unter anderem heraus, dass die damalige Umweltministerin, Sie hatten das ja vorhin schon angeschnitten, und heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel in der besagten Nacht nicht ansprechbar und vor allem nicht auffindbar war. Und nächsten Morgen ging ja durch interne Chatverläufe mit ihren Mitarbeitern hervor, dass sie sich letztendlich nur um ihr Image gekümmert hat. Wie bewerten Sie das, Herr Münzmeier? Ja, das zeigt, dass Anne Spiegel eben nicht fähig ist und unmoralisch noch dazu. Aber allein schon die Fähigkeit muss ausschlaggebend sein, dass man sagt, diese Frau kann gar keine Bundesministerin sein. Also wir brauchen keine schönen Wetterminister, die irgendwie mal ein Bändchen durchschneiden, sondern wir brauchen Minister, die gerade in Krisensituationen handeln und Führung übernehmen. Das erwarte ich, ja. Also sie muss nicht da irgendwie direkt hinfahren und sich alles angucken, aber ein Krisenstab muss eingerichtet werden. Sie muss erreichbar sein, sie muss koordinieren, sie muss führen, sie muss verantworten. All das ist nicht passiert. Im Gegenteil, also während Häuser eingestürzt sind, ist Anne Spiegel mit ihrem grünen Parteifreund Braun essen gegangen, ist danach in die Dienstwohnung und sagt, ja, ich saß noch am Laptop. Ja. In den Protokollen im Untersuchungsausschuss, in den Belegen ist es so, dass ihr Staatssekretär noch mal versucht hat, sie zu erreichen. Ich glaube, nach 22.43 Uhr oder so, also 22.30 Uhr vielleicht. Und beide sagen zwar, ja, sie hätte sich zurückgemeldet. Dafür gibt es aber überhaupt keine Belege in den Telefonlisten. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie einfach zu Hause saß, was auch immer gemacht hat. Vielleicht ist sie früh ins Bett, Work-Life-Balance, keine Ahnung, ja. Während Häuser einstürzen und wir eine Flutkatastrophe haben. Und das ist völliges Versagen. Und dann kommt am nächsten Morgen noch in dem Wissen, dass ich versagt habe, und sie weiß das ja, wenn sie sagt, sie braucht ein anderes Wording. Und ein Blame Game könnte losgehen. Mhm. Und dann kümmert sie sich als erstes in so einer Situation, 134 Menschen, was wir jetzt wissen, ihr Leben verlieren, da kümmert sie sich dann darum, wie kann ich die Schuld von mir wegschieben. Und das ist unmoralisch, unfähig, im höchsten Maß verantwortungslos. Darf ich da gerade noch anschließen? So kennen wir aus Speyer Anne Spiegel. Was Anne Spiegel interessiert, ist Anne Spiegel. Sie hat sich damals als Integrationsministerin in Rheinland-Pfalz stark dafür gemacht, dass wir in Speyer eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in die Kurpfalz-Kaserne bekommen haben. Das ist in Speyer Nord. Und da gehen in Hochzeiten über 1200 Personen hinein. Das hatten wir auch zum Teil. Und es sind in dem Stadtteil sehr viele Stimmen laut geworden, dass die Kriminalitätsrate steigt. Die Leute fühlten sich bedroht. Da sind einfach unglaubliche Dinge passiert. Im Stadtrat, ich bin ja auch Stadträtin in Speyer, haben wir dann immer gehört, das ist alles gar nicht wahr. Und die Landtagsfraktion hat da auch durch Anfragen zutage gefördert, dass es aber in der Tat so sei. Und jetzt kommt Fun Fact. Was macht Anne Spiegel? Das hat natürlich nichts mit der Erstaufnahmeeinrichtung zu tun und das hat auch nichts mit der gestiegenen Kriminalität zu tun. Aber sie ist mit ihrer Familie aus Speyer Nord fortgezogen in einen anderen Stadtteil von Speyer. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, ja, hey, also selbst wenn sie aus Gründen, die vielleicht tatsächlich nichts mit dieser Geschichte zu tun haben, umzieht. Aber was ist das für ein Signal an die Menschen von Speyer Nord, denen überall erklärt wird, du erlebst gar nicht, was du erlebst. Das ist alles gar nicht wahr. Aber Frau Spiegel kann wegziehen und Frau Spiegel zieht weg. Ja, und diese falschen Prioritäten, auch dieses Haltung über alles. Sie hat ebenfalls als Integrationsministerin geltendes Recht in Rheinland-Pfalz ignoriert und hat Familien, die abgeschoben hätten werden sollen, laut Gerichtsurteil, da behalten, hat diese Abschiebung verhindert, sodass sie selbst Kritik bekommen hat vom jedenfalls von unserem obersten Gericht in Rheinland-Pfalz. Und das ist schon ein Ding. Ne? Und so jemand wird dann zur Familienministerin gekrönt, sage ich jetzt mal, quasi nach dem Peter-Prinzip. Ne? Sie hat versagt in ihren vorangegangenen Aufgaben.
oder hat sich da unehrenhaft verhalten. Das muss man ja schon so sehen und wird dann einfach noch hochgelobt. Ich finde das nicht in Ordnung. Unehrenhaft ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Jetzt wurde die ganze Thematik ja auch im Bundestag angesprochen. Sie selbst haben ja auch dazu gesprochen. War Frau Spiegel denn anwesend? Nee, Frau Spiegel war krank gemeldet, also war die ganze Woche nicht da. Und wenn wir es gerade über unehrenhaft haben, man muss ganz deutlich sagen, was hier teilweise Grünen-Politiker, aber auch SPD-Politiker veranstaltet haben, war eine Frechheit. Es war eine Farce. Also wenn ich mich hinstelle und sage, es war alles in Ordnung, die Abläufe waren in Ordnung. Also ich frage mich, ich empfand das schon als extrem übergriffig. Und ich frage mich, wie man sich fühlt, wenn man Betroffener war und hat vielleicht jemanden verloren, ja, irgendeinen Angehörigen verloren. Oder nur die eigene Existenz, nur das eigene Haus. Und man sitzt im Bundestag, sieht diese Debatte und dann stehen da wirklich irgendwelche Leute, die überhaupt keine Ahnung von Tuten Blasen haben und sagen, oh, ist doch alles gar nicht so wild. Die AfD redet hier nur über Anne Spiegel, das hat im Bundestag nichts verloren. Und die Meldeketten, die Abläufe wären reibungslos gewesen. Also es ist eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und manchmal interessiert mich, wie Anne Spiegel vom Spiegel eigentlich mit sich selbst umgeht, ja, bei so einer Nummer. Ich fand auch, Sie haben auch dementsprechend gut reagiert. Sie haben ja Ihre Rede angefangen im Bundestag, wollten darüber reden und dann hat ja auch Frau Roth in den Sitzreihen ja schon angefangen, da irgendwie dazwischen zu schreien. Und das fand ich so respektlos, gerade zu dieser Thematik. Es ging mit einer lachenden Runde bei der Ampelkoalition los. Ja. Das zeigt aber, wie sehr man dieses Thema ernst nimmt, nämlich gar nicht. Also außer Worthülsen ist nichts da. Das ist total erschreckend, weil wenn wir das als AfD-Fraktion jetzt nicht auf die Tagesordnung gebracht hätten als Aktuelle Stunde, dann hätte die Ampelkoalition das einfach ausgesessen. Ne? Weil im Moment geht das durch die Presse, im Moment schaut man genau darauf, was ist denn in dieser Flutnacht passiert, hat Frau Spiegel sich da richtig verhalten und so weiter. Und jetzt haben wir Haushaltswoche, danach ist eine Woche Sitzungspause und dann erst wieder, bis dahin ist es rum. Und dann hätten die das, wie sie das immer machen, mit ihrer Wagenburg-Mentalität ausgesessen. Wir haben gar keine Rücktrittskultur mehr, keine Verantwortungsübernahmekultur mehr. Und das fehlt im Bundestag. Also kein Wunder, dass die Leute sich abwenden von diesen Parteien, zunehmend angeekelt sind und auch sagen, Mensch, also da habe ich völlig falsch gewählt. Die Reaktion, die du eben geschildert hast im Plenum, das war ja ein Hexenkessel der Situation, völlig unangemessen. Ich habe auch gedacht, Mensch, wo bin ich denn hier? Ne? Was ist denn jetzt die eigentliche Konsequenz? Die rheinland-pfälzische CDU fordert ja ebenfalls den Rücktritt von Anne Spiegel. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Ja, also wenn Anne Spiegel auch nur einen Funken Anstand noch hat, dann tritt sie zurück. Das ist für mich nach diesen Protokollen, nach diesen SMS-Verläufen, auch nach den Aussagen im Untersuchungsausschuss. Sie sagte, ja, das wären nur wenige Nachrichten von Tausenden. Nein, ist falsch. Es sind 60 Nachrichten, glaube ich, 60 Kommunikationsmöglichkeiten, Trema, SMS und so weiter, die überhaupt nur da waren, von wegen Tausende. Sie hat gelogen, sie hat versagt, sie hat sich nur um sich selbst gekümmert. Und sie war damals schon überfordert mit einem vergleichsweise kleinen Ressort. Und jetzt ist sie Bundesfamilienministerin. Ja, was passiert denn, wenn sie da mal gefordert ist? Da geht ja hier alles unter. Das ist eine Katastrophe. Und sie ist ja permanent jetzt schon gefordert. Also die letzten 16 Jahre und auch schon davor wurde ja alles unternommen, um den Familien, sag ich mal, das Leben schwer zu machen. Die ganzen tollen Gesetze hatten wunderbar schöne, geframte Titel. Starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz und so. Und unterm Strich nur heiße Luft. Also sie hat jetzt gerade im Zuge der neuerlichen Flüchtlingswelle, die aus der Ukraine rollt, in einem Maße Verantwortung wieder zu übernehmen, dass ich ihr nicht zutraue. Hat sie sich groß so auf die Fahne geschrieben. Ja, genau. Ich traue ihr das nicht zu. Sebastian, wie siehst du das? Ich traue das nicht eben zu. Nicht. Also sie kann es nicht und sie Vertrauen wird sich verspielt. Auch nur darum kümmern, um ein paar schöne Fotos an irgendwelchen Bahnhöfen. Ja. Das wird sie machen. Da ist sie gut beraten, pressemäßig, genau. Aber mehr kann sie nicht. Ja. Zum Abschluss möchte ich dennoch noch mal auf das Ahrtal zu sprechen kommen. Aktuell ist ja die Katastrophe im Ahrtal und das Leid der Menschen vor allem vor Ort durch die Ukraine-Krise und vor allem auch durch Corona in den Hintergrund gerückt und scheint wirklich nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit Interesse zu finden. Wird denn trotzdem noch alles dafür getan, dass den Opfern vor Ort geholfen wird? Also wir möchten gerne den Opfern eine Stimme sein weiterhin. Ich halte das für einen Riesenskandal, dass wir mitten in Deutschland in Rheinland-Pfalz so ein schwarzes Loch haben, was eigentlich selbst aussieht wie ein Krisengebiet, was es ja auch ist, oder Kriegsgebiet, wo Leute jetzt bald ein Jahr später immer noch vor den Trümmern ihrer Existenz sitzen. Klar sind Gelder ausgelobt worden, aber die fließen nicht. Und auch da müsste man genau schauen, warum geht das nicht? Also wir sind nach wie vor vor Ort, immer mal wieder mit privaten Hilfsleistungen.
Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Das muss wieder in die Öffentlichkeit und das muss für die Leute im Ahrtal wieder zu einem normalen Leben kommen. Das gibt's doch nicht. Wir helfen überall, in Afrika, wir helfen überall, Entwicklungshilfe nach China. Aber im Ahrtal können wir das nicht, das gibt's doch nicht. Ja, und ich bin froh, ich glaube, unsere Landtagsfraktion begleitet es wirklich sehr eng. Die machen da einen sehr guten Job, die begleiten das, die sind da auch regelmäßig vor Ort, die machen auch den Untersuchungsausschuss ja sehr gut, ja, und sind daran beteiligt, dass hier noch mehr zutage kommt. Und ich glaube wirklich, es ist leider ein Symptom unserer schnelllebigen Zeit, dass wichtige Themen, dass existenzielle Themen für die Menschen im Ahrtal, die haben ihre Existenz verloren, dass sie völlig verdrängt werden durch Corona, durch jetzt den Ukraine-Krieg. Auch klar, auch große Themen, aber es ist Aufgabe der Medien, und da möchte ich noch so einen letzten Satz noch etwas Medienkritik loswerden. Es ist in meinen Augen Aufgabe der Medien, gerade der lokalen Medien, das zu begleiten und das immer wieder auch den Leuten vor Augen zu führen. Also man muss nicht immer nur der ganzen Welt helfen, das hat Nicole schön gesagt, sondern es gibt ganz oft bei sich vor der Haustür Dinge, die man tun sollte, wo man sich engagieren sollte, wo man wirklich reingehen sollte, und da wäre es schön, wenn da auch ein bisschen mehr der Fokus drauf liegt. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne.